Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich mal wieder einen Amerikaner auf dem Fass. Und zwar einen Amerikaner, der kommt nicht aus Kentucky, auch nicht aus Tennessee, sondern aus Oregon. Und zwar aus Portland, Oregon. Und dieser Whisky ist gemacht 100% aus gemälzter Gerste. Und deswegen kommt er auch aus Portland. Denn in Oregon, dem Staat um Portland herum, dort wird in Amerika die meiste Gerste oder viel, viel Gerste angebaut. Also wir haben so eher so, bei Pennsylvania ist eher so der Roggen und im mittleren Westen ist dann sehr, sehr, sehr viel Mais und dann in den nördlicheren Regionen, da kommt dann eher so die Gerste durch, also irgendwo dann schon eher so bei Kanada und eben auch im Norden und Nordwesten von Amerika ist dann auch dort die Gerste unterwegs. Kann natürlich an den anderen Regionen auch Gerste anpflanzen, wird auch gemacht, aber es wächst halt besonders gut eher in diesen Regionen. Gut, ich war leider noch nie in Oregon und auch damit nicht in Portland, deswegen habe ich die Brennerei auch noch nicht besucht. Sie ist auch noch nicht so alt. Bisschen schade, weil ich euch dann nicht so die First-Hand-Information geben kann. Ja, bisschen schade. Aber ich probiere ihn heute trotzdem und ich hoffe mal, dass ich vielleicht auch irgendwann mal ja, an die Westküste komme und mal dort, da gibt es ja mittlerweile doch ein paar mehr Brennereien und dass man diese Brennereien dann vielleicht auch mal besuchen kann. Ich weiß trotzdem, aber so ein bisschen Recherche habe ich schon gemacht. Ich werde euch ja natürlich ein bisschen weniger erzählen, weil ich noch nicht dort war. Aber so nach der Recherche haben sich jetzt die Leute bei Westward mehr so ja, dem Scotch zugewandt und davon so ein bisschen die Regularien übernommen. Nicht alles, aber das meiste. Denn er ist auf zweifach auf Potstills destilliert worden, also ist ein reiner Potstill-Whisky, 100% Gerste, also wäre es wirklich ein Single Malt, reift 3 Jahre in Fässern, aber in frischen amerikanischen Eichenfässern. Also es ist so ein bisschen so die, ja, der amerikanische, ich glaube, ich habe die Flasche noch gar nicht gezeigt, die amerikanische Art, einen Single Malt zu machen. Und hier hinten sieht man schön die Berge. Denn ja, Oregon ist auch ein Staat mit Rocky Mountains, also die große Felsenkette im Bergkette im Westen von Amerika. Riecht ganz anders. Also riecht nicht wie ein Bourbon, riecht aber auch nicht ähnlich zu den meisten Scotch, sagen wir es mal so. Also er riecht süßlich und so ein bisschen, ich will es nicht sagen, weil es so einen negativen Touch hat, aber es riecht so ein bisschen wie eine Seife, aber eine richtig gute, schöne Seife oder wie ein gut frisch geputztes Bad ohne irgendwie diese Fensterputzer oder sowas oder Badreiniger, Chlording, sondern irgendwo so nach ätherischen Ölen, nach auch eine gewisse Fruchtigkeit drin, also... Er hat einen schönen Geruch, aber er ist ganz anders. Also irgendwo sehr rund, sehr ölig, fruchtig, süß. Sehr interessant, ganz anders, als ich es bis jetzt erwartet hatte. Und das kann natürlich auch sein, dass es an der Gerste liegt. Also die vorwiegende Gerste, die in Schottland verwendet wird, ist meist Concerto. Das liegt einfach daran, dass die besonders gut wächst, ergiebig ist, guten Output hat. Es werden auch noch andere eingesetzt, aber so wie es ich im Überblick habe, ist Concerto das Ding, was bei uns in Europa bzw. in Schottland verwendet wird. Was die in Portland, Oregon verwenden, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch ein bisschen Concerto. Ob es bei denen auch dominant ist, ob es davon kommt, kann man jetzt nicht sagen. Könnte man mal recherchieren. Also wenn ich vorbeikomme, werde ich sie auf jeden Fall fragen, was sie für eine Gerste verwenden. Oh, die 45% schieben schon ganz schön an. Man merkt, naja, ist auf jeden Fall kein 10-Jähriger. Er ist jünger,
Hat noch so einen gewissen Touch, aber eine richtig schöne additive Reifung. Kräftig, würzig, aber auch ganz Menge malzig und naja, so eine Getreidewürzigkeit. Wenn man mir ein Blind Tasting gegeben hätte, hätte ich ihm vielleicht sogar einen gewissen Rye-Anteil zugesprochen. Also so hat er schon wirklich eine Würzigkeit in dem Whisky drin. So ein bisschen so eine brotige, malzige Würzigkeit. Aber auch ganze Menge Eiche. Bisschen süß, leicht süß. Ganz weit weg von der Süße vom Bourbon. Also bedeutend weniger süß. Jetzt könnte man das Cremige, könnte ich jetzt auch, nachdem ich es probiert habe, verändert sich ja doch meistens die Geschmackswahrnehmung ein wenig, könnte man dieses Cremige auch ein bisschen als Vanillepudding bezeichnen. Wobei die Vanille verglichen mit anderen amerikanischen Whiskys natürlich bedeutend niedriger ist. Ja. Also ich finde es eine schöne amerikanische Adaption von Single Malt Whiskys. Sehr interessant. Ja, kann man machen. Aber passt auf, es ist schon ein gutes Stückchen weiter weg von dem, was wir als Single Malt aus Schottland kennen. Schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Da ist das Ganze nochmal beschrieben. Gibt es auch Geschmacksbeschreibungen, auch von anderen Leuten. Schaut auch mal, vielleicht ist das Ganze was für euch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.